Kannst du nicken, wenn du mich hörst? Hörst du mich? Hallo? Einfach Maus hoch und runter. Hä, veräppelst du mich etwa? Moin Moin und willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind heute wieder im Tanglewood. Okay. Wieder auf Anfänger. Wieder mit der Jatze. Déjà-vu. So, was sind unsere Aufgaben? Aufgabe 1 ist sowieso klar. Wir brauchen ein Foto vom Geist. Eine Kerze muss er ausblasen. Ich habe ein Feuerzeug eingepackt. Und EMF-Reader brauchen wir als Beweis. Und der Geist heißt Charles Harris. Ich rede auch nicht mit jedem. Ich habe übrigens zwei Kameras mal eingepackt, damit jeder später eine hat. Hallo? Kannst du nicken, wenn du mich hörst? Hörst du mich? Hallo? Einfach Maus hoch und runter. Hä, veräppelst du mich etwa? Ah, du Schwein. Ich dachte schon, wir haben keinen Ton. Ernsthaft? Haben wir jetzt nur übers Walkie-Talkie-Ton? Also ich höre dich, Ja, wenn du aber du redest. antwortest mir die ganze Zeit nicht. Hä? Du redest doch gar nicht. Hey, ich habe doch die ganze Zeit geredet. Ja, was hast du denn gesagt? Ich soll Und nicken und dann habe ich gefragt, wann das geht wie. Und dann hast du so gemacht mit der Maus. Dann habe ich auch mit der Maus gemacht. okay. Also ich habe unter anderem gesagt, dass wir zwei Kameras diesmal mit haben. Ja, dann habe ich gesagt, das ist gut, weil ich ja sowieso drauf gehe. Das habe ich alles nicht gehört. Ja, Hast du du mir die hörst mir ganze nie zu. Nee, hast du die ganze Zeit Ja. geantwortet? Ja. Okay. Okay, so können wir jetzt los? Ja, dein Ton kam bei mir nicht an. Ja, jetzt habe ich den Knopf nicht gedrückt. Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass ich es vergessen habe. Okay. Ja, gut, kann ja sein. So, jetzt geht das wieder mit der Tür los hier. Ah, oh. Ah, wird schon immer besser. Ah, nice, ey. Mal Licht an. Charles Das ist wieder Harris, gib uns Thermometer, ein ne? Zeichen. Wo bist du? Salzi! Charles Harris. Wo bist du? Charles Harris? Du, ich glaube, ich habe den Raum. Ich habe hier 10 Grad, 9 Grad. Ja. Ich gehe jetzt hinten nach Sachen gucken. Okay, dann bereite ich schon mal den Raum vor. Das kommt mit auf meinen Schreibtisch. Verstehen. So, jetzt noch die beiden. Mein Näschen juckt. Keller ist ein Knochen. Ja. Charles Harris, wie alt bist du?
Erstmal die ganzen Sachen holen, bevor der aktiv wird. Oh, ich habe das Knicklicht vergessen einzupacken. Das ist ja ärgerlich. Brauchen wir Salz? Nee, ne? Kerze. Du bist schon dran vorbei. Hier, der oder wir haben was? Fingerabdrücke. Ja. Hast du eine Kamera mit? Nee, noch nicht. Aber ich habe ein Feuerzeug mit. Ich leg das hier neben der Geisterbox. Da musst du eine Kerze noch auspusten. Hast du die angemacht schon? Nee, ich habe noch keine Kerze. Die müssen wir hier irgendwo suchen. Hä, die steht doch da auf der Kommode. Ja, dann nehmen wir die. So, Kreuz. Mal Räucherstäbchen. Auch nicht. Haben wir eigentlich alles drinne. Das ging ja fix. So, der Raum ist safe. EMF war gerade. Wieder. EMF. Er ist hier irgendwo. Ja. Wartest du jetzt, bis er die auspustet, wenn du da stehst, oder was? Ja, ich will davon ein Foto machen. Geisterinteraktion. Als ob der da gleich hinkommt, wenn du da bist. Licht ausgemacht. Okay, er hat schon mal sie auf dem Kicker, das ist gut. Wo bist du hin? Ich bin im Van. Der hat mir gerade voll ins Ohr gehauen. Ja, das ist nicht gut. Da hat er mich jetzt auf dem Kicker. Fingerabdrücke. Drei Sterne. Charles Harris. Kannst du die Kerze aus... Sieht lustig aus, wie er die ausgepustet hat. Ja, aber es hat kein, kein Beweis gegeben. Okay, dann haben wir jetzt Orbs und Fingerabdrücke. Hattest du IMF5? Nee, die hatte ich nicht. War nur auf 2, 3 so. Miles Harris, wie bist du gestorben? Bist du hier? Wie alt bist du? Hattest du eigentlich geguckt, ob du einen verfluchten Gegenstand gesehen hast? Ich habe nur den Knochen im Keller gefunden. Tatsächlich sind hier aber wirklich paranormale Ereignisse. Ja, wow, weil du gerade da bist, wo der Geist ist. Ich spüre eine Geisteraura.
Katastrophe. Ich habe gerade die Kerze auf die Kommode geschmissen, damit das in der Kamera aussieht, als hätte der das gemacht. Dann hat er ein Bild von der Wand geworfen. Ah, du bist wieder da, das ist schön. Charles Harris. Charles Harris. Sprich mit uns. Wo ist eigentlich das Buch? Ah. Charles, schreib ins Buch. Wieso sagst du ihm das über Walkie-Talkie? Oh, falscher Knopf. Charles, schreib ins Buch. Setz mal eine Mütze auf, ist kalt draußen. Ja, mach mal, du Eierkopf. Charles Harris, Charles. Schreib ins Buch. Charles, schreib ins Buch. Charles Harris, schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Charles Harris. Was war das? Puh. Puh? Schlüssel mitnehmen sogar. Achso, ja, wenn die Autoalarmanlage ausgeht, kannst du damit das Auto ausmachen. Ja, genau, umgekehrt. Ja, hier ging auch nur eine Tür auf, hier ist voll dunkel. Charles Harris. Guck mal hier rein. Hab ich schon. In den. Hä? In dem Spiegel. Ja, hab ich schon. Musst du erst mit E nehmen. Achso. Hä? Mach ich. Bist du voll? Achso, ich hab bestimmt zu viel. Ja, schön wär's. Und wo ist er? Du guckst ganz schön lange rein. Ich sehe nichts. Der ist schief. Ja, dann lass ihn doch. Achso, Rechtsklick, ne? Willst du mich verarschen? Wie, was denn jetzt? Halt ihn nicht so lange fest. Shit. Du hast zu lange reingeguckt. Scheiße, uns fehlt noch ein Beweis. Falscher Knopf. Falsche Taste. Wir haben erst zwei. Oh, ich werde nicht schon wieder alles verlieren. Ich sollte nur kurz reingucken. Mal Sanity aufbessern.
Aha. Wieso hast du überhaupt so lange reingeguckt? Du solltest ja nur kurz reingucken. Bis zum bitteren Ende. Schalt, schreib ins Buch. Hier haben wir Orts. Fingerabdrücke hatten wir. Gefriertemperaturen haben wir nicht gehabt. Schalt, schreib ins Buch. Der Dots-Projektor wird es auch nicht gewesen sein, ne? Charles, kannst du mit mir reden? Ich bin noch ein Kreuz. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Schreib ins Buch. Die Tür war ja eigentlich nicht dran, er war ja eigentlich hier, ne? Mehr. Oder ist es hier im F? Wo hast denn du den EMF-Reader hingelegt? Ah. Charles Harris? Charles Harris, wo bist du? Um F2. Wenn du da in der Ecke bist. Achso, ich hab ja schon. Oh Gott! Das war ekelhaft. Charles, schreib ins Buch. Wo ist er hin? Was habt ihr jetzt? Charles Harris. Charles Harris. Charles, schreib ins Buch. Jatze, schreib ins Buch. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Mir fehlt noch ein Beweis. Wir haben jetzt noch Bungee, Hantu und Obake. So, Geister. Bungee. Da wär's, der Dots-Projektor ist noch drinne. Obake. Da ist der IMF.
Und der Handschuh. Gefriertemperatur, ne, der ist raus. Handschuh ist es nicht. Es muss ja IMF oder Dots-Projektor sein. Da ist ja gar nichts mehr los. Den vielleicht ein bisschen anders hinstellen? Also Orbs haben wir ja deutlich. Ja, aber wo willst du den hinstellen? Muss die Kamera auch woanders hin? Außer das ist so ein Crawler, der so über den Boden krabbelt. Dann könnte der vielleicht ja nicht mit drauf sein. Dann packe ich die Kamera einmal um. So, ich packe jetzt nochmal die Kamera um, guck, ob es der Dots-Projektor ist. Und wenn das nicht ist, dann gebe ich IMF5 ein. War das eben etwas, was ich da machen wollte? 2, packen wir den jetzt hier hin. Müsste ja eigentlich. Also Gefriertemperaturen streichen wir weg. Dann haben wir schon mal ein weniger. Wenn es jetzt der Dots-Projektor nicht ist, ist was runtergefallen. Weg. So, Dots-Projektor oder war der IMF, ne? Dots-Projektor oder. Achso, das war IMF. Ja, die Tasse liegt mal ein bisschen doof, ne? Man müsste ihn ja auch sehen. Ich gehe davon aus, dass es IMF5 ist, weil Dots-Projektor ist halt gar nicht zu sehen. Also ich trage jetzt IMF5 ein und dann müsste das der... Was ein Schwein mit der Tasse. Der hat die Tasse direkt vor die Kamera geschmissen. Doch, der Dots-Projektor und der will nicht, dass ich das sehe. Also ich trage jetzt den Obake ein. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber ich gehe davon aus, dass wir IMF5 irgendwann erreichen könnten. Bei Dots-Projektor habe ich halt noch nichts gesehen. Ich hoffe, hast du drinne. Ich fahre zur Base. Und hier so. Dots-Projektor. Welcome back.
Ich hatte recht mit Obake. Ja, ich war das trotzdem mit der Tasse. Kannst du Tassen bewegen als Geist? Ja, ich bin sogar mit einer Schere hinter dir hergelaufen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich habe einfach gedacht, guckst du mal, und dann konnte ich Schere werfen. Ich konnte alles durch die Gegend werfen. Ich sag eben noch so, als die Tasse direkt vor die Kamera fällt, ne? Ja, ich weiß, da war ich gerade hinter dir. Ist das der Dot und der will, dass ich ihn nicht sehe? Aber du hast die davor gepackt? Ja, ich habe die Tasse davor geschmissen, eine Schere, dann noch so ein anderes Kissen, Sitzkissen oder was das war, ein Buch. So. Ich habe auch versucht, mit dir zu reden über dieses Ding, aber ging nicht. Nee, das geht nicht, habe ich auch schon vorhin versucht. Hast du das mal gegoogelt? Was? Ob das geht? Nee, ich habe das vorhin ausprobiert, das geht nicht. Ja. Sein können. Nee, das geht leider nicht. Nee, haben wir recht gehabt. Ja. Dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis dahin, mach's gut. Ciao.